Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Die Krone des alten Eisenkönigs. Wir machen hier weiter mit dem DLC von Dark Souls 2. Und hier sind wir schon gewesen, und zwar vor zwei Videos. Und sind hier gleich am Anfang gescheitert. Haben uns daraufhin erstmal diesen anderen Turm angeguckt. Zu dem wir hingekommen sind, auch über so eine Kette. Und jetzt werden wir uns diesen hier machen. Okay, und quasi gescheitert sind wir hier an den der. Die explodiert. Alles klar. Muss man natürlich wissen. Ah, ja, und machen auch gut Schaden hier, die Jungs. So, gucken, ob der sich jetzt auch hier gleich verabschiedet. Okay, und tschüss. Gut, wir können hier schon mal diese. Ich denke mal, die wird man wohl entzünden können. Wenn die. Die Flammenschmetterlinge hier. Gut, ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich brenne einfach. Ich dachte, dass man da vielleicht noch. Hier vielleicht noch irgendwas machen kann. Okay. Weiter geht's. Das ist der nächste. Jawoll. Mehr so zu bekämpfen. So. Hau rein. Oh. Sehr unangenehme Gegner. Gleich eigentlich nicht so schwer. So, was droppen die? Jauche-Küchlein. Okay. Wenn wir den gebrauchen können. Kann man da seine Fackel gar nicht dran anzünden? Krass. Okay. Was steht denn hier? Verdammt teuer. Mhm. Da ist noch einer. Ah. Oh. Ah, nee, nee. Nix da, Kollege. So. Ist das vielleicht gar nicht so clever, die Dinger anzuzünden? Doch, ich steige dran, noch ein Flash hin. Okay, und hier geht's runter.
Version. Flinke Klinge Rachel. Okay, hier stehen schon wieder so eine Dinger rum, ey. Hat das irgendwas zu bedeuten? Okay, die hämmert ganz schön rein. Die gute Rachel. Einfach mehr. Mal schauen, ob wir die vielleicht vergiften können. Oh! Ah, was sehe ich schon wieder? Estus-Verbrezel. Sehr defensiv, die Gute. So. Jawohl, jetzt ist er vergiftet. Herrlich. Oh! Ja, die macht Schaden. So, aber sie ist weiter am Ticken. Jetzt nicht mehr. So, tot! Okay, die flinke Rachel haben wir besiegt. Gut. Dingern auf sich hat, das wüsste ich gerne. Vielleicht muss man die doch alle anzünden. Wir machen das einfach mal, vielleicht passiert ja irgendwas. So. Ja, weg da, weg da. Sollte man vielleicht ja als kleinen Hilfsmittel in diesem Kampf benutzen, wer weiß. Aber jetzt haben wir jetzt eh nicht mehr. So, gut. Okay, was haben wir hier? Zwei Items. Glitzerndes Titanit. Und eine Zaubererinnerung. Oh, kommt der. Ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die, ich hasse die. Jawohl. So. Hier von hinterrücks, ey. Sinnlos. Ja, schön. Jetzt waren wir daneben gehauen. Das heißt sinnlos für nichts. Ja, genau. Na klar. Nur mein letztes Estus. Weg. Naja, wir können mal in den nächsten Raum gucken. Schön am Auge behalten, die Jungs. Ach, da waren bloß diese komischen Krieger drin. Okay. So, was haben wir hier? Noch ein. Der gleich mal explodiert. Der brennt. Nein, nein! Ah, verdammt! Ah, nicht aufgepasst. Ich hasse diese Gegner, ich hasse sie!
Oh Mann, oh Mann. Ach, nochmal hinlatschen da. Okay. Aber so weit ist der Weg nicht, also. So. Hier lang, genau. Weiter runter. So, nur hier wieder an so einem Dingsbums sein. Laufen wir vorbei. So. Wir können jetzt mal ausprobieren, inwiefern das bringt, wenn man die Dinger hier so ein bisschen hinlockt. Gar nichts. Oh. Ah, hier der nächste Kollege von. Macht sollte meine Kumpel. Ist vielleicht nur in der Nähe von nee. Vielleicht nur in der Nähe von diesen Dingern. Aber nein. Auch tatsächlich Schaden. Wenn auch nur ein bisschen. So, jetzt gleich wieder den nächsten erwischt. Ja, nicht gut. Wie kann man das jetzt Taktik nennen? Weiß ich nicht. Taktik sah das nicht wirklich aus, aber. Auf jeden Fall hauen die sich auch selber kaputt. Das müssen wir mal schauen, ey. Welche Tür war ich denn jetzt hier schon überall drin? Ich glaube, runtergefahren bin ich hier. Der hier daneben gleich. Gucken, dass ich hier nicht irgendwo runterfliege. So. Naja, hier war. Da waren wir einfach dann. Wieder von was? Okay, dann waren wir hier, glaube ich, aber auch schon drin. Ja, das sind die beiden Jungs. Ja, gleich. Freulich. So brennt. Löst sich ja alles von alleine. Schön. Das war, glaube ich, muss die andere Tür zu. Ah. Ist denn jetzt hier noch was? Ah, hier geht's runter, alles klar.
Lerntür hatten wir, glaube ich, alle, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die Tür haben wir auch. Ja, die haben wir alle. Gut. Okay. Also, würde ich sagen, weiter geht's. Okay. Ich müsste mir hier auch noch auf so einen Götzen treffen hier, auf so einen Ölgötzen. Okay, was steht hier? Versuch, Skelett, kurz gesagt, hurra für Gegenstand. Ja, haben wir den Götzen wahrscheinlich schon gefunden. Was machen die denn? Hey, Junge. Ist da ein Hebel? Kann ich dagegen schieben? Das ist da, das hier dieses Zepter ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt rangehe. Die eh alle. Mal abgesehen, dass die jetzt auch alle kommen. Aber da haben sich ja gleich schon mal zwei verabschiedet. Du darfst sie auch gerne aufplustern. Und der nächste, sehr schön. Reißt da auch die anderen fast mit? Ja! Ich sag's ja. Sachen erledigen sich einfach von alleine. Das hier im Prinzip fast schon. So, jetzt ist mir aber ein Rätsel. Untersuchen. Glühendes Eisenzepter, jawohl. Ja. Fantastisch. Gut, das können wir ja dann, ich weiß ja schon, wo wir das reinsetzen können. Machen wir jetzt auch noch nicht. Wir können jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter gucken. Oh. Hi. Ja. Hau dich tot. Richtig so. Die machen aber eigentlich gut, die geben gut Seelenpunkte. Cool. So, hier ist noch ein Fahrstuhl. Ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Ach ja! Vielleicht noch so ein Kollege. Ich würde mich wundern, wenn hier Bossgegner vielleicht noch genauso aussieht. Jetzt kommen wir runter da. Und Jaling. Hey, super. Lesen, mal gucken, was steht hier. Vision von Dickmanst. Kurz gesagt, Angreifer. Ja, das hätte man vielleicht vorher lesen können. So, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier ist ein Hebel. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, hier, guck mal, da bist du direkt an einer versteckten Tür vorbeigelaufen oder so. Bin ich immer viel zu haben für sowas.
Jetzt sind wir wieder am Anfang. Gut, ja, dann haben wir den Turm ja jetzt auch erledigt. Das heißt, wir können jetzt einfach zurück zum Leuchtfeuer. So, unterwegs können wir ja mal gucken, dass wir vielleicht noch den Typen da mit dem großen Knüppel mitnehmen. Den Punkt können wir gebrauchen. Und dann haben wir das glühende Zepter. Sehr schön. Freut mich. Komm hier rüber, du. Jetzt mehr geschafft als ihm. Man den vielleicht auch vergiften kann. Nur, dass der da seine riesen Keule hat, ey, der versprüht auch noch Feuer, der Junge. Ja. Relativ unangenehm. Na, komm mal rüber hier. Der mit seinem Gebälk der Donnert, da wächst auch kein Gras mehr. Ich sollte vielleicht wenden wollen, dann rechts rum. Bringt mir gar nichts. So. Gut, haben wir den noch mitgenommen. Heute lassen wir in Ruhe. So, was wir jetzt noch machen, ist ganz einfach. Wir werden das glühende Zepter mal in diese Apparatur tun und mal schauen, was dann passiert. Wahrscheinlich klickt da hinter uns nur die Tür auf. Bitte. Gute Arbeit, danke. Ah, hier passiert auf jeden Fall was. Ah, die fahren jetzt die ganze Zeit hier hoch und runter, alles klar. Okay, gut. Da unten auch irgendwas, was da passiert. Was zu aus, ja. Ja gut, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und schauen uns diese ganze Geschichte im nächsten Video mal an. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.